Wie ihr jetzt von diesem leisen Sound in den normalen, in den Sportmodus oder in den Rennstreckenmodus reinkommt, das zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen zu Dustin deckt's auf. 100% Mustang-Wissen nur für euch. In der heutigen Folge zeige ich euch, wie ihr den Klappenauspuff steuern könnt. Und zwar drückt ihr an dem Lenkrad das Pony, geht dann in den vom My-Mode runter auf den Auspuffklang. Das könnt ihr rechts über die Pfeiltastatur steuern. Drückt dann einmal in die Mitte auf OK. Hier habt ihr jetzt leise eingestellt. Könnt dann einmal runter in Normal zum Beispiel, müsst wieder OK drücken. Da hört man dann schon gleich, dass der Sound schon mal ein anderer ist. Und weiter geht's dann runter in den Sportmodus. Auch der, da hört man schon mal, knallt schon mal ein bisschen mehr. Und dann haben wir noch ganz unten die Rennstrecke, auch den Rennstreckenmodus. Da können wir dann gleich noch mal schauen, wenn wir fahren mit dem Fahrzeug, ob man da noch mal einen Unterschied hört. Auf jeden Fall knallt das Ganze schon mal besser. Hier seht ihr jetzt die Klappe von dem Auspuff. Und zwar ist jetzt der Auspuff auf leise eingestellt. Wenn ihr nun in dem Modus auf Sport geht oder Rennstrecke, seht ihr direkt, wie die Klappe aufgeht. Wie sich das nun während der Fahrt anhört, das zeige ich euch jetzt. Scheiß Anschnallgurt. Und zwar fangen wir mit dem Auspuffmodus leise an. Das ist leise! Am Arsch! Ich kack ab. So, nächster Stufe normal. Man hört schon einen kleinen Unterschied. Da hört man auch diese Zwischengasfunktion ganz gut. Also wenn ich vom zweiten Gang runterschalte in den ersten zum Beispiel, dann macht der nochmal so ein schönes Wumm. So, also normal. Da ist die Zwischengasfunktion. Boah, brutal. So, jetzt kommt Sport. Jetzt starte ich mal direkt aus der Kurve raus im zweiten Gang. Und wieder diese Zwischengasfunktion. Das gibt es natürlich nur bei dem Schalter. Na? So, und jetzt haben wir noch Rennstrecke-Modus. Wenn das Auto richtig warm ist, knallt er noch mal ein bisschen besser. Das hört man dann bei der Rennstrecke. So. Und man hört schon einen Unterschied. Und go! Brutal. Das ist geil, ey. Das ist der Wahnsinn. Ja. Leise, normal, Sport und Rennstrecke. Ruhigen Start, das spare ich mir jetzt mal. Auf jeden Fall habt ihr hier richtig viele Möglichkeiten, für euch den richtigen Sound aufzunehmen und dann auch natürlich ordentlich Spaß zu haben bei dem Auto. Ja, was gibt es dann noch für diejenigen, die ihre Nachbarn nicht ärgern möchten? Da können wir ganz runterschalten, und zwar einen ruhigen Start. Hier haben wir dann die Möglichkeit, immer den ruhigen Start einzuschalten. Klicken einfach das X bei ruhigen Start ein. Oder aber wir möchten eine Ruhezeit einstellen. Das heißt, wir möchten, wenn wir zwischen, ich sag mal, um 11 Uhr abends nach Hause kommen und dann aber noch um 6 Uhr erst wieder losfahren, früh morgens, dann wollen wir die Nachbarn nicht wecken. Das können wir uns dann einstellen, dass wir sagen, alles klar, hier von 12 bis 1 Uhr oder wie auch immer von den Uhrzeiten können wir uns einstellen, wie lang der ruhige Start sein soll. Das war's zum Thema Dustin deckt's auf. 100% Ford Mustang Wissen nur für euch. Und zwar ging es heute um das Thema Klappenauspuff einstellen.
Ich freue mich, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder einschaltet auf YouTube, wenn es dann wieder heißt, das Ding deckt auf, rund ums Thema Ford Mustang.